Herzlich willkommen, zweite Folge Karte, für Karte ist gut. Im Spiel 7D2D. Wir fahren jetzt zurück, wir haben unser Loot, wir werden unser bisschen Fleisch braten. Immer ganz kurz schauen, ob wir hier im richtigen Weg sind. Also wir haben eine Stadt gefunden, also das nenne ich mal super. Aber wir sind auf dem verkehrten Weg, wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen drehen. Also hier gibt es viel zu suchen, viel Hase. Ich hätte mal so eine Aufgabe gehabt. Und da fehlt noch ein Hase. Das ist zwar ein großer Hase, aber den nehmen wir auch mit. Weil. Das ist nämlich so, ich habe hier eine so eine Aufgabe, wo ich eigentlich für einen Hasen keine Munition verschwenden würde, aber kriegt die andere Richtung. So, das tut mir im Grunde leid, aber die eine Mission hat es so vorgesehen. Immerhin gibt es 10 Fleisch. Gut. So, mal gucken, Mission. Quest. Tierisch gut. Ein Huhn. Ein Huhn. Ich habe noch keinen Huhn gesehen hier. So. Also richtige Richtung. So, ja, richtige Richtung. Dann können wir das schön braten. Klebe herstellen zum Beispiel, das können wir alles machen. Hier haben wir noch so ein Gebäude. Aber das müssen wir links liegen lassen. Also wir werden mal das nächste Mal garantiert öfters hierher fahren. Auch in der Hoffnung, dass wir hier was finden. Waren wir hier schon mal? Hier waren wir schon mal. Da sind wir nicht weitergefahren. Ah, ja gut. So ist das halt, ne? Man im Prinzip kurz vom Ziel ist und woanders hinfährt. Aber wir suchen immer noch einen Bauernhof, wo wir im Prinzip. Gut, wir haben jetzt gestern was gefunden. Oder. Ja, folgemäßig war es nämlich gestern. Aber für euch immer 2 Tage her, wo ein bisschen Mais gefunden habe, wo ich auch gut Mais kochen konnte. Aber ich kann aktuell noch keins herstellen. Also dazu muss ich ein bisschen leveln. Wir werden heute mal ein bisschen Blei, ein bisschen nichts einschmelzen. Blei. Blei. Unsere Bronze, was wir haben jetzt hier, werden wir einschmelzen. Und dann werden wir Munition herstellen. Weil für die Häuser braucht die Pistole, da ist immer ein bisschen besser, weil die tauchen unverhofft auf. Was ich machen könnte, ist immer rausgehen und immer warten, bis die alle rauskommen. Und die nächste Kiste wird noch holen. Ne? Also mal sehen, wir werden erstmal ins Haus fahren und dann alles abladen. Dann können wir die eine Eisentür gleich einsetzen. Dann sind wir unten auch ein bisschen, naja, safe kann man sagen.
Wir brauchen ein bisschen Sicherheit, nützt ja auch nichts. Dann müssten wir ein bisschen unsere Mauer noch aufwerten. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, wir werden hier schön speisen. Das haben wir auch dringend nötig. Bisschen Wasser abkochen, bisschen Fleisch braten und schauen wir mal, Kleber wollten wir noch machen, Kleber. Aber wir brauchen immer Kleber für unser Klebeband und Reparaturkits für unsere Picke, unsere Waffe und all so ein Zeug. Da brauchen wir das entsprechend. Ständig suchen ist das jetzt hier. So, wie ist die Leistung? Grafikkarte. Gesamt bei 61%, das geht. Prozessor hat insgesamt 41. Ja, haben wir genug Reserve. Das ist mir so, wenn das Aufnahmeprogramm läuft, dann werden ja auch noch Ressourcen abgezogen. Das macht der aktuell für Streamlabs grafikkartenmäßig fast 30% aus. Also nicht ganz 30, also knapp 26, 27%. Aber die muss man mal haben, ne? So, da sind wir schon wieder in unserem trauten Heim hier. Hier unsere schöne Bleimine. Da werden wir auch noch mal ein bisschen erweitern und absichern vor allen Dingen. Absichern deswegen, weil ich im Loch nichts höre, wenn ich Picker und Tun mache. Ne? Und so kann man auch nachts mal drinnen umher wurschteln. Da muss ich irgendwie schräge reingehen. Ich komme ja nicht mehr raus. Meine Eisenmine bei mir zu Hause genau gleich hier. Das ist ja auch schon schwierig. Ich habe zwar einen Erdbohrer, aber leider, der braucht sehr viel Benzin. Ne? Also. Ja, unser Balkon, ne? So, Pistole. Falls wir Besuch hatten, das Abladen wird nicht gehen. Oder doch? Was können wir jetzt mitnehmen? So. Ich habe Knochen, habe ich von unten drinne. Blei wäre wichtig, ja, Blei. Das kann ich überlegen. Das ist noch nicht so wichtig. Flasche Wasser. Bronze, wie gesagt, ist sehr wichtig. Habe ich nur ein? Na gut. Mehr habe ich jetzt nichts bei, was ich jetzt wieder packen könnte, was wichtig wäre. Also das wäre nicht so wichtig. Rohre habe ich hier auch noch. Brauche nicht so oft laufen, ne? Dieser Knochen und Stofffetzen habe ich aktuell nicht dabei, aber macht aber nichts. Ich habe ja noch welche zu Hause. Weil Munition brauchen wir. Ganz wichtig. Aber Tür zu. Im Grunde habe ich die Typen ein bisschen überlistet. Weil der Zugang ist ja nun mal unterirdisch und die suchen immer einen Weg rein. Also so diese Tür ist schon ein bisschen schwieriger als durch die normale Tür. Oben ist ja nur Holz, Eisen verstärkt und das gibt ein bisschen Sicherheit. So. Dieser hier müssen wir schräge runter, hier müssen wir ein bisschen nachbuddeln. So. Kohle genau gleich, das ist auch so ein schwieriger Fall. Aber gut, irgendwann nur die Zeit nehmen und ein bisschen buddeln. Ne? Und hier habe ich auch schon ein bisschen, ich sag mal so, gepflastert. Ne? Das Mauerwerk ist, wie soll ich sagen, im Vergleich, der hat 1500 und der hat 500 Wert. Und Beton hat 2,5, also ohne Eisen. Also früher oder später werden wir das umbauen müssen auf Stahlbeton. Dann sind wir immer noch nicht sicher, aber wir sind doch ein bisschen, die kommen, brauchen doch ein bisschen länger, als wenn die jetzt
So, jetzt machen wir erstmal was zum Beißen. Das heißt, so, wir haben hier Holz. Legen wir es rein. Ein paar Stück. So. Wasser nehmen wir raus. Dann machen wir gekochtes Fleisch. Erstmal zwei. Gut. Da war noch Wasser drin gewesen. Ach so. Okay. Pfeile. Ein Holzbogen, den wollte ich mir bauen. Jetzt haben wir einen. Gut. Die Teile hier haben die auch irgendwo. Dosen sind immer oben. Messi wollte ich einschmelzen. Das schmelze ich auch ein. Zerlegen. So, nachdenken. Blei. Das brennt und da habe ich was gebaut. Hier, das ist sowas zum Schießen. Unser Amboss. Das können wir mehr herstellen, glaube ich. Heißt, die tauchen wir rein. Messing. Dann haben wir das mal raus. Blei. Lecker Kochfleisch. Macht den Wert wieder hoch. Wasser nehmen wir raus. Da kochen wir nochmal Kammerfleisch. Dann können wir die Dosen aufbewahren für die Reserve. Hier ist Rohstoffe. Knochen haben alle gewesen. Die Rohre habe ich hier nicht drin. Das schon, die habe ich gefunden. Kunststoff. Dann Nägel. Habe ich jetzt hier nicht drin. Jetzt hier mal, ich sehe es immer nicht. Clown haben wir noch einen zweiten. So. 30 Schuss Hülsen erstmal. So. Bum, 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 bum. Blei. Das ist da. Papier, Leder, Holz brauchen wir noch, Axt haben wir schon eine. Den brauchen wir nicht mitschleppen. Eine Schaufel habe ich jetzt nicht bei mir gehabt. Eine zweite Eisenschaufel. Ja. Man weiß ja nie, ne? Wenn man Gepäck nicht wiederkriegt. Ne? Das ist ganz gut, wenn man eine hat. Eine Eisenpicke, Stufe 3. Die Teile finde ich aktuell nicht. Tierfett. Unser Werkzeug. Im Grunde kann ich die Dinge einschmelzen. Federn, falls wir mal Pfeile machen wollen. Wir haben jetzt Bogen, da kann man es sich an. Die wollen wir einbauen. Lebensmittel. Lebensmittel und der Medizin.
paar Nägel, Flasche. Das werden wir ein. Wir brauchen noch Blei. So, Blei. Kohle, Nitrat. Nitrat können wir noch fördern. Schuss und einschmelzen wollte ich noch Eisen. Das hier oben. Wasser, jetzt können wir noch Tee kochen. Oder Kaffee, das geht auch. Und roter Tee. Gut, da kommt das hier mit rein. Und hier machen wir die Samen rein. Saatkartoffeln. Wie gesagt, was zu essen, richtig. Nägel haben wir nicht drin normalerweise. Verbandzeug. Dann können wir mal nachts was herstellen. Wir müssen ja nicht immer alles am Tage machen, ne? Tratpulver kommt woanders hin. Naja, Katzenfutter ist nicht gerade eine Option, aber wenn du kurz vorm Sterben bist, dann ist es glaube ich egal. So, Munition herstellen. Unter Waffen. Jetzt brauche ich wieder die anderen Dinge. Nägel, ah, da haben Nägel, gut. So, Hülsen haben wir mal 9 gehabt, nur 12. Dann werden wir noch gleich ein paar Dinge herstellen. Haben wir noch Blei gehabt? Entschuldigung. Blei. Eisen. Glaub nicht. Kohle. Ja, werden wir uns ja um Blei kümmern. Halt! Verkehrte. Das ist verkehrte Munition. Wir brauchen die. Meine Ressourcen kriegen wir uns auch wieder, aber das ist dann schon ärgerlich, wenn man wieder extra machen muss, ne? Ja, 2 Stück mehr hin. So. Patronenhülsen, Schossspitze. Und da wollte ich mal gucken, wie es aussieht. Das ist auf 7. Das soll mir dazu dienen, dass ich vor allem unten mal schießen kann. Dazu werden wir ganz kurz die Picke nehmen. Die Picke nehmen, ne? Dann hauen wir mal ein Loch in die Wand, wo ich denke, da kriegen wir Besuch. Grund ist hier ungünstig, weil wir im Prinzip nur nach vorne schießen können.
Ihr müsst eigentlich zwei haben. Ich habe ja zwei. Machen wir einen hier hin. Das sind Dinge, die man erst hinterher machen kann. Klugerweise, denn man macht sie jetzt alles zu, ne? Immer noch Hunger? Gibt's doch gar nicht. Auch nicht gegessen? Wir essen gleich was. So, letztes Mal kamen die Zombies hier alle aus der Ecke hier, kamen sie an und haben unsere Hütte gestürmt. Nun werden sie ja nächstes Mal, ja, ob sie von da wiederkommen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, so ist perfekt, ne? Quatsch. Dann kann man die hier schön abballern und wir sind eigentlich gut gesichert hier. Hoffe ich jedenfalls. So, Essen. Ich habe doch hier Fleisch gekocht jetzt. Schon 19:10 Uhr, Wahnsinn. Das ergibt jetzt Stanima 10 und Health und Heilung. Dann muss ich mal ganz kurz verwenden, um den grauen Balken aufzurüsten. Der graue Balken ist da, wo du heilen kannst, ne? Und das ist dann muss man halt nutzen, ne? Wie man so sieht, unsere Vorräte sind nicht so weit her, ne? Nehmen wir hier unseren Tee raus. Und dann Kaffee nehmen wir in den Inventar rein. Erstmal noch ein Stückchen. Siehst du, das haben wir getrunken, gespeist. Schauen wir mal hier, ob wir hier noch ein zweites Ding machen können. Denn oben nutzt das nicht viel, weil wir dann eh nichts sehen, ne? Wie ist er wert? 1000. Ja, immerhin, ne? Hallo Nachbar, so. Perfekt. Wenn ich Besuch ist, dann kannst du schön abballern. Zeit 23, 19 Uhr. Ja, kann man ein bisschen graben, ne? Für Blei zu spät holen. Tür einbauen wollte ich noch. So, 7. Und zwar wollte ich hier absichern. Perfekt. Haben wir Hammer bei? Nein. Schaufel? Auch nicht. Gut. Holen wir uns beides. Denn so eine Tür. Naja. Halt bringt die auch keinen, aber ein bisschen Schutz, ne? Ich habe noch nicht genug gegessen. Normalerweise ist das noch. So. Schaufel wollten wir haben und den Hammer. Und ich wollte ein bisschen Eisen.
Bahn mitnehmen oder Stahlbahn. Mal sehen, Eisenbahn. Bei Rohstoffe. Da haben wir doch die. Da können wir die Türleitern aufwerten. Dann haben wir irgendwo hier noch Pflastersteine. Können wir die Mauer aufwerten. So. Munition. Gut. Und die paar eine Waffe drin haben. Okay. Schaufel haben wir und dann kriege ich oft nachts Besuch und dann kann man die schön, ne, begrüßen. Ne? So, Clown haben wir. So, Clownhammer im Runden legen, da wo die Keule ist und die Schaufel, nehmen wir da rein. Und jetzt werden wir ganz kurz einen Hammer nehmen und eine Tür aufwerten. Hat den höheren Wert. Und hier werden wir auch kurz aufwerten. Denn wir müssen nochmal sehen, dass wir hier das Ganze noch eine Decke überziehen, der das oben auch zu ist. Denn wenn wir doch mal höher springen sollten, ich weiß ja nicht genau, wie hoch die kommen. Da wäre es ganz gut, wenn das entsprechend abgesichert ist, ne? So, ein bisschen Graben. Dass wir hier schön laufen können. So, das soll es vorher gewesen sein. Ich grabe den Hof noch fertig. Und dann schauen wir mal wieder, was wir morgen machen können. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann zur nächsten Folge. Ich glaube, wir haben keinen Ton gehabt, ne? Tschüss!